Und es sind vor allen Dingen auch Leute wie du und ich, die nicht nur hier heute was machen, sondern auch sonst. Eine von denen ist Uschi Vite, die in ihrer Bürgerinitiative Vite, ich glaube seit 2009, gekämpft hat, dass dort ein Massen-Riesen-Schlachthof nicht entsteht. Voll aktiv, aber was sie macht und warum jeder was tun kann, das erzählt sie euch jetzt. Hallo Uschi. Hallo? Ja, klappt alles. Unsere Bürgerinitiative wollte ihn verhindern, den Schlachthof in Vietze, in dem seit 2011 nur die Hälfte der genehmigten Kapazitäten geschlachtet wird. Das hatten wir nicht geschafft. Und dann endet meistens auch das Engagement der Initiativen. Aber unsere 500 Mitglieder starke Bürgerinitiative gibt es immer noch. Sie zahlen Beiträge und ermöglichen damit unsere Arbeit. Auch damit wir heute hier zum 7. Mal unsere Stimme erheben und unsere Meinung zum Ausdruck bringen. Wir alle, wir haben Tierfabriken satt. Wir haben Bodenspekulation und Agrarindustrie satt. Und wir wollen Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Betriebe brauchen unsere Unterstützung, denn auch die Politiker, da ist kein Verlass. Sie tragen die Verantwortung, sie setzen die Rahmen, aber auf sie können wir uns nicht verlassen. Wir verlangen von den Politikern, die immer nur die Agrarindustrie im Kopf haben, fördert mit den Subventionen endlich die Landwirte, denen das Wohl ihrer Tiere und ihres Bodens am Herzen liegt. Die oft auf eine lange Tradition ihrer Höfe zurückblicken, aber durch die Politik in Brüssel und in Deutschland an den Rand ihrer Existenz gebracht werden. Treibt sie nicht weiter in die Arme der Agrarindustrie. Wir brauchen eine Agrarwende. Wir brauchen Politiker, die den gesellschaftlichen Wandel einleiten. Wir haben es so satt, dass Verbraucher und Landwirte gegeneinander ausgespielt werden. Und den Landwirten rufen wir zu, bleibt auf dem Land und wehret euch täglich. Ja, Essen ist politisch geworden. Darum richten wir uns an die Politiker, an Frau Merkel, an Herrn Schmidt vielleicht noch. Hört auf die Bürger hier und heute. Wir sind nicht wenige. Wir sind eine vielfältige, ausdauernde Bewegung. Das ist unsere Stärke. Wir stehen hier für eine enkeltaugliche Zukunft. Hier beginnt schon der gesellschaftliche Wandel. Hört nicht auf die Lobbyisten der Agrar- und der Lebensmittelindustrie, die nur Effizienz und Rendite im Blick haben. Es geht um viel mehr. Es geht um unsere Lebensgrundlagen, das Klima, den Boden, das Wasser und um gesundes Essen, eine gesunde Umwelt. Und es geht um ein lebendiges Leben auf dem Land. Und dazu gehören Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Ihr Politiker, verlasst euch darauf. Uns werdet ihr nicht los. Und wenn es sein muss, werden wir wiederkommen. Dankeschön.